Hallo, mein Name ist Emanuel von Sportpionier. Ich bin hier in Wien am Naschmarkt und bin auf der Suche nach den besten Rohstoffen. Ich werde mich jetzt mit einem Mitarbeiter der Firma Lembarona treffen. Hallo Thomas. Servus Emanuel. Freut mich sehr, dass wir es jetzt mal persönlich geschafft haben und nicht immer nur am Telefon. Es ist sehr schwer, einen Termin zu finden. Du bist viel unterwegs, auch ich. Aber immer nehme die Zeit gern und vor allem den wunderbaren Bio-Restaurant am Naschmarkt. Besitzer aus Usbekistan, ist für mich ein Traum. Super. Ist für mich ein Traum. Danke. Ja, fangen wir vielleicht an damit mit der Firma Lembarona. Ich nehme an, die meisten Kunden werden Lembarona nicht kennen. Vielleicht teilweise über die Marke Bioleben. Das sind so 100% österreichische Produkte. Wie ist Lembarona entstanden? Was ist so die Firmengeschichte und welche Menschen stehen dahinter? Wir sind in dritter Generation in der Landwirtschaft. Das heißt, wir waren immer schon am Puls der Zeit. Wir waren die Ersten, die was Hirse geschält haben, wir waren die Ersten, die was Spalterbsen gemacht haben in Österreich. Wir waren die Ersten, die was vor vielen, vielen Jahren wieder angefangen haben, alte Sorten wie Linsen und Hülsenfrüchte, also wie weiße Bohnen, rote Bohnen, in Österreich wieder zu kultivieren. Die waren ja schon komplett weg vom Markt und man war nur mehr abhängig von Lieferungen aus der großen, weiten Welt. Was nicht wirklich wichtig ist, richtig ist, sagen wir mal, so nicht wichtig, aber nicht richtig ist, weil wir können das alles in der heimischen Landwirtschaft abproduzieren und das in höchster Qualität. Und so wieder die heimische Biolandwirtschaft natürlich stärken. Der Umstieg auf Bio war einer der ersten Schritte, die wir getan haben. Zur Firma selbst, wir sind ein Familienunternehmen. Derzeitige Geschäftsführerin ist die Elmira Bertagnoli. Sie ist eine Krim-Tatarin, ist auch eine verfolgte Minderheit aus Usbekistan, aus Samarkand. Dadurch auch der Bezug nach Usbekistan, eines der schönsten Länder, das ich kenne, wo wirklich noch Naturprodukte gearbeitet haben. Und ein Unterschied zu anderen, ich würde vielleicht sagen, wir schauen immer auf die Qualität und nicht auf den Preis. Wir verhandeln nicht mit den Bauern, wir verhandeln auch nicht über den Preis. Wir machen alles im Bio in Österreich und was wir nicht in Österreich produzieren können, schauen wir, dass wir aus dem Ausland kriegen, natürlich aber da auch von kleinbäuerlichen Strukturen, wo wir bei vielen Produkten Direktimporteur sind. Das heißt, wir arbeiten auch zum Beispiel in Usbekistan direkt mit den Bauern zusammen und holen mehr oder weniger die Produkte von dort direkt nach Österreich, da werden sie anschließend weiter gereinigt, druckentwässert, besser gereinigt und auch abgepackt, um die Qualität weiterzugeben. Wir vermeiden, lange Wege zu gehen, dass man da was hinführt zum Reinigen, da was hinführt zum Reinigen. Wir haben mittlerweile die Kraft, das alles selbst zu machen, beziehungsweise in Umkreis von 50 Kilometer kurze Wege, was auch Nachhaltigkeit bedeutet. Und mit Kleinbauern, die was dann natürlich aus dem Ausland rein, unbedingt unter Fairtrade-Standards das produzieren sollen und auch tun. Leider gibt es nicht für alle Produkte, die wir haben, schon Standards von Flowzert und von Fairtrade, aber wir sind dahinter und machen jedes Jahr sicherlich das eine oder andere neue Vorschlag, was man machen kann, weil ein kleines Beispiel in Usbekistan produziert ein Kleinbauer auf der einen Seite vom Garten Süßkirschen, auf der anderen Seite Sauerkirschen und in der Mitte hat er noch ein paar Maulbeerbäume stehen und für die Kirschen gibt es Standards, für die Maulbeeren nicht. Es ist der gleiche Bauer, die gleiche Familie, der gleiche Arbeitseinsatz. Er wird sicherlich genau überall gleich arbeiten und für das sollte man keine Prämie kriegen. Da sind wir noch nicht ganz auf Schuhe, aber da müssen wir auch noch Wege finden. Du hast gesagt, kleinbäuerliche Strukturen. Ja. Das heißt, es ist dann aber nicht nur ein Papier, sondern Direct Trade heißt, ihr kennt die Bauern tatsächlich. Wir kennen sie tatsächlich, genau. Mhm. In Usbekistan zum Beispiel ist es so, meine Chefin, wie gesagt, kommt aus Samarkand, sie ist eine Krim-Tatarin in Usbekistan, die ist gefühlte 8 Monate im Jahr direkt vor Ort. Und in Usbekistan selbst arbeiten wir in etwa mit 1500 bis 1600 Familien direkt zusammen, aber nicht in den großen Weiten Richtung Kasachstan, sondern in den kleinen Tälern Richtung Tadschikistan und Kirgisien. Und so eine Familie besteht zwischen 5 und 8 Personen, also kann man sich in etwa ausrechnen, für wie viele Leute wir dort unter Fairtrade-Standards oder Bio-Standards Arbeit schaffen und den Lebensunterhalt mitzuhelfen, zu verdienen, auf gute Weise. Aber steht das Ganze nicht irgendwie im Widerspruch zu den marktbeherrschenden Anreizen, wo doch der Preis letztendlich bei den meisten Konsumenten wahrscheinlich das Ausschlaggebende ist? Da sind wir sehr konsequent und wir produzieren höchste Qualität. Wir stehen vor den Bauern, ich habe es zuerst schon erwähnt, wir verhandeln nicht mit den Bauern. Auch in Österreich war am Anfang die Frage, gut, mache ich, was kriege? Erste Antwort von uns, was benötigst du? Das mit dem Preis würde mich noch ein bisschen interessieren. Ist das nicht so? Also bei mir ist das nicht so, aber ich kenne Leute, die gehen in den Bioladen und wenn ein Biologe oben ist, dann passt es. Ja. Ich glaube, das Biologe ist auch so ein Punkt, den ich wirklich in Erinnerung rufen möchte. Das wissen nämlich ganz, ganz viele nicht. Diese grüne Ehre ist das europäische EU-Zeichen. Das ist schön und gut. Darunter steht entweder
wenn es aus Österreich kommt und nur dann, wenn es aus Österreich kommt, steht österreichische Landwirtschaft. Steht EU, haben wir 27 Möglichkeiten. Das heißt, der Bauer kann genauso gut in Weißrussland sitzen oder in der Ukraine oder in Polen oder in Ungarn, ist ganz egal. Wenn man rechnet, dass in Österreich die Arbeitszeit um die 10 Euro kostet, in Polen wahrscheinlich nicht einmal 3 Euro, dann erklärt sich das auch. Nur das sind weite Wege, die man hin und her führen muss, und ob das auch die gleiche Qualität ist. Und wir kennen unsere Bauern. Das sind langjährige Beziehungen, dritte Generation. Da arbeitet schon der Bruder und der Onkel und das Enkel mit unseren Enkeln wieder zusammen. Das ist ein echtes Vertrauen und da sieht man auch, was man aufgebaut hat. Und es werden nicht jedes Jahr weniger, sondern mehr. Das muss man ja auch sehen, weil wir eben diesen Ruf haben, zu zahlen, bevor wir die Ware abholen. Das ist auch ganz was Seltenes. Andere warten oft monatelang darauf und die sind ja auch abhängig davon, von dem Geld. Bei den pflanzlichen Proteinen ist es jetzt so, dass wir das Reis und das Erbsenprotein aus den USA haben. Mhm. Warum oder was ist das Problem derzeit an Italien? Warum gibt es kein Reisprotein aus Italien? Was es ja schon gegeben hat. Und ich habe mich ursprünglich darauf gefreut, juhu, Reisprotein aus Italien, ist es wesentlich regionaler als China. Jetzt dann mache ich da diesen Kompromiss mit den USA und hoffe aber sehr darauf, dass es in Italien wieder kommen wird. Es wird wahrscheinlich auch wieder aus Italien kommen, nur aufgrund dieses Hypes oder Trends sind auch die Italiener draufgekommen, Mengen zu produzieren, die eigentlich unrealistisch sind, was sich natürlich auch bei Nährwerten etc. sofort bemerkbar macht. Und den Army ist dieser Trend in Österreich nicht, oder in Österreich, in Europa, nicht so momentan aufgefallen und haben da ehrlich in kleinen Mengen weiterproduziert, sagen wir es ehrlich einmal so. Und ich hoffe, Qualität. Und da sage ich lieber einmal, okay, du, nein, nicht böse sein. Das ist nicht das, was ich will. Du kannst da mit dem Preis ein bisschen billiger sein, aber ich bin es meinen Kunden schuldig, Top-Qualität zu liefern und nicht, weil du ein bisschen billiger bist. Nein, ich mache das nächstes Jahr wieder besser und so. Nein, bleib, wo du bist, mach, was du bist, bleib bei deinen Leisten. Aber da in Riesenmengen plötzlich zu produzieren und zu strecken oder irgendwas anderes an oder so, ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen. Das finde ich unehrlich den Konsumenten gegenüber. Und außerdem ist es für den Produzenten, das was ja auch größere sind, wieder gleich so ein kleiner Schuss vor den Bug. Hoppala, wir wollen Qualität haben. Weil die sind bereit, für die Qualität zu zahlen, aber sie möchten auch Qualität. Das Gleiche, wenn ich heute, ich komme aus der Weingegend, ein Bordeaux-Achtel um 3 Euro verkaufe und dann gehe ich hinter die Pudel und leihe doppelt in die Bordeaux einen Stuhl und wieder hin. Dann wird da sofort jeder draufkommen. Ehrlich, Hände Arbeit soll was wert sein. Das heißt, das Reisprotein und Erbsenprotein aus den USA, kann man wahrscheinlich sagen, ist derzeit so ziemlich die beste Qualität. Kann man zurzeit so sagen. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es, dass wir das auch in Österreich produzieren können. Nur die Menge an Reisfeldern haben wir nicht in Österreich. Italien hat natürlich weit mehr. Ja. Erbsenprotein, könnte es zukünftig sogar passieren, dass es vielleicht sogar aus Österreich kommt. Privat und jetzt auch beruflich engagiere ich mich ein bisschen im Bereich der Gemeinwohlökonomie, die ja genau so ein Unternehmen, wie es Lembarona scheint, belohnen möchte, indem einfach andere Anreize geschaffen werden. Wie steht dein Unternehmen dazu? Ist dieses Thema Gemeinwohlökonomie am Radar? Oder ja, wie geht es dir damit um? Ja, das Gemeinwohl, diese ökonomische Sache haben wir am Radar. Jedoch muss ich persönlich sagen, aus meiner Generation heraus, ist vielleicht schon etwas zu früh angesetzt. Es ist ein unheimlich gutes Ding. Wir sind als Firma Fairtrade zertifiziert, das heißt von Haus aus, dass wir eigentlich das eh am Radar haben, wenn man so will. Nur das wird sicherlich 2-3 Generationen dauern, bis das wirklich schlagend wird, weil die jetzige Wirtschaftswelt ja auch profitgeil ist ohne Ende. Ich glaube, gerade jetzt in der jungen Generation, die denken schon sehr stark in diese Richtung. Die denken schon sehr stark in die Richtung. Also meine Generation wird es nicht mehr schaffen. Wenn ihr dann wieder anfangt, wir helfen mit, aber ich glaube eher, dass das eine Sache ist für meine Enkel. Ohne das jetzt irgendwo negativ sehen zu wollen, sondern eher sehr, sehr positiv. Weil der Prozess wird sicherlich sehr lange dauern und da gibt es ja Konzerne, da sind wir nicht einmal ein Hüsteln. Thomas, zum Schluss noch, was mich interessieren wird, was ist dein persönlicher Weg, was ist deine Leidenschaft, wie bist du zu Lembarona gekommen? Ja, zu meiner Geschichte, ich bin eigentlich ein gelernter Gastronom. Gelernt in den besten Häusern in Österreich, im Staatshotel Imperial habe ich meine Lehre gehabt, bin dann wirklich in super Restaurants gewesen, habe immer schon Affinität gehabt zu wirklich wunderbaren Lebensmitteln, war dann auch eine Zeit lang selbstständig,
und bin durch diese Selbstständigkeit für die Firma Lembarona bei der Produktentwicklung durch einen Riesenzufall dazugekommen, um Mischungen zu machen, Bio-Convenience am Anfang noch ganz mit Rezepturen, Gewürze abschmecken. Ich meine, mit frischer und mit getrockneter Frucht zu arbeiten ist komplett anders. Und so ist man halt irgendwie in die Familie reingewachsen und irgendwann einmal war der Zeitpunkt, wo meine Chefin und mein Chef gesagt haben, du passt in unsere Philosophie. Und so bin ich zur Firma Lembarona gekommen, für die ich wirklich mit Leib und Seele arbeite. Ich habe wunderbare Produkte, ich habe wunderbare Kunden. Ich sage das wirklich, ich habe wunderbare Kunden. Ich habe zu jedem meiner Kunden einen Traumkontakt, wo wir auch am Wochenende miteinander kommunizieren können, was für ein Außendienst nicht unbedingt immer leicht ist. Wo aber auch das Vertrauen hier ist. Wir sind nicht aus auf geschwind mehr Geld machen. Das ist Schwachsinn. Kontinuität, Qualität. Ehrlichkeit, das gehört dazu. Und wenn du das nicht bringst, dann wirst du ganz schnell weg sein. Ich bin jetzt da nur mehr 10 Jahre im Arbeitsleben, aber ich bin mir sicher, ich mache 15 draus. Sofern es meine Gattin zulässt. Und ich lebe das auch. Ich meine, ich habe früher, muss ich ehrlich sagen, als Koch auch nicht so sehr auf Bio geschaut, aber ich komme aus einem kleinen Ort, wo wir gehabt haben einmal 15 Bauern, jetzt sind es nur mehr 2 und die sind halbtags. Aber ich habe wieder angefangen, selber einen kleinen Garten zu haben und es ist eine Arbeit, ist aber auch entspannend. Heute verstehe ich meinen Vater, der leider nicht mehr lebt, viel besser. Für den war das auch anstrengend, aber der eigene Paprika ist der eigene Paprika. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben alles beantworten können. Wenn du noch Fragen hast, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Wir sind gerne bereit, da offen und ehrlich zu kommunizieren. Machen wir gerne und danke fürs Gespräch. War toll. Danke, Thomas. Freut mich. Servus, Emanuel. Für dich.